Und in der heutigen Folge schauen wir uns mit Playmobil, Mascha und der Bär, Paw Patrol und den Eiern von Feuerwehrmann Sam gleich 5 Spielsachen auf einmal an. Aber als erstes schauen wir uns das Feuerwehrauto von Playmobil an. Auf der Rückseite sehen wir die ganzen Zubehörteile, mit dabei ist sogar eine Figur und natürlich jede Menge Funktionen. Aber ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal an, was sich in der Verpackung befindet. Und typisch für ein Playmobil-Set natürlich die ganzen Tütchen mit den Einzelteilen. Und in diesem Tütchen haben wir noch die Sticker und die Bauanleitung, denn jetzt bauen wir das Feuerwehrauto mal zusammen. Hier haben wir den Deckel, den können wir einfach draufstecken, hinten die Scheinwerfer und natürlich den Wasserspritzer. Dann schauen wir uns mal die Funktionen an. Die erste ist natürlich die Licht- und die Soundfunktion, damit sich das ganze Spielzeugauto auch genauso anhört wie ein Feuerwehrauto. Ihr könnt das natürlich auch wieder ausschalten. Außerdem ist der Deckel der Kabine abnehmbar, um ins Innere des Führerhauses zu schauen. Und Deckel wieder drauf. Seitlich am Feuerwehrauto finden wir noch Klappen, die wir nach oben klappen können, um im Inneren Zubehör zu verstauen. Wie hier zum Beispiel den Schlauch, den wir auch abrollen können, oder hier die Schubladen, in die ihr zum Beispiel Äxte und sonstiges Feuerwehr-Equipment packen könnt. Und natürlich könnt ihr die auch wieder zuklappen. Hinten habt ihr noch 2 Türen zum Aufklappen, denn im Zubehör ist auch noch ein Schlauch mit dabei, den ihr dann ganz einfach da hinten anstecken könnt. Einfach reinstecken und dann könnt ihr das Feuerwehrauto entweder mit Wasser voll machen oder das Wasser herauslassen. Schlauch abstecken und klappen wieder zu und dann geht's weiter zum nächsten Spielzeug. Ich würde sagen, weiter geht's mit dem Paw Patrol Spielzeug. Hier haben wir den Polizeicruiser von Chase, den ihr vielleicht aus der Serie Paw Patrol kennt. Mit dabei ist das Fahrzeug und natürlich eine Figur von Chase. Hier haben wir ihn und das Fahrzeug nehmen wir auch noch heraus. Die Figur von Chase passt perfekt ins Auto, aber dies ist kein gewöhnliches Auto, dies besitzt nämlich eine coole Transformationsfunktion. Dabei könnt ihr einfach fahren und das Auto transformiert sich in die große Form. Ihr hört es auch im Hintergrund. Mit dabei sind auch viele Soundfunktionen. Beim Fahren und gleichzeitigem Drücken der Funktionstaste klappt sich das Polizeiauto in die ursprüngliche Form. Und zusammenklappen könnt ihr es mit der Hand. Hier sehen wir es nochmal. Einfach fahren und die Platte nach unten drücken und das Polizeiauto wird in seine große Form transformiert. Wieder zusammenklappen und das gleiche Spiel nochmal. Einfach ein wenig fahren. Und das Polizeiauto springt auseinander und ist wie in der Sendung komplett transformiert. Hier sehen wir es, die Platte, die ihr drücken müsst, einfach nach unten drücken. Aber ich würde sagen, Chase zeigt an, dass es weitergeht mit dem nächsten Spielzeug. Hier haben wir ein Spielzeug von Mascha und der Bär. Von dieser Serie haben wir uns auch schon einige Spielzeuge angeschaut. Aber diesmal scheint die Figur von Mascha ein wenig größer zu sein. Hier haben wir eine Schaukel mit einer Rutsche, also ein kleiner Spielplatz würde ich sagen. Hier haben wir die Puppe von Mascha und den Spielplatz. Hier haben wir noch eine kleine Leiter, die wohl zum Spielplatz gehört. Und auf der Rückseite der Verpackung haben wir noch verschiedene Zubehörteile. Hier haben wir den Spielplatz komplett aufgebaut. Im Hintergrund könnt ihr noch die anderen Spielsets sehen, die wir uns schon angeschaut haben. Zum Beispiel das Bärenhaus, den Krankenwagen und das Haus von Mascha. Aber hier sehen wir, die Puppe von Mascha ist komplett beweglich, sowohl Kopf als auch Arme und Beine. Somit könnt ihr sie auch perfekt hinsetzen, einfach Arme nach vorne, Beine einklappen und dann passt die Puppe perfekt hinein in die Schaukel. Und dann kann es auch schon losgehen mit dem Schaukeln. Einfach mit eurem Finger oder eurer Hand an der Schaukel schubsen und dann kann Mascha nach hinten und vorne schaukeln. Hier haben wir noch die Zubehörteile, einen rosaroten Ball, einen Eimer
und zwei Zubehörteile, einen kleinen Rechen und eine kleine Schaufel für den Sandkasten, würde ich jetzt sagen. Und ihr könnt auch die kleinen Figuren von Mascha und den Bären, die zum Beispiel im Bärenhaus oder im Haus von Mascha mit dabei sind, perfekt mit diesem Spielset kombinieren. Und da wir von den kleinen Figuren doch recht wenige haben, haben wir hier noch Blindbags von Mascha und der Bär. Im Inneren dieser Blindbags befinden sich Figuren von Mascha, dem Bären, aber in verschiedenen Varianten. Da nehmen wir uns mal 5 heraus, würde ich sagen, und schauen uns mal an, was die so beinhalten. Sowohl der Bär als auch Mascha sind in dieser Minifiguren-Serie verschieden angezogen. Das heißt, es gibt den Bären zum Beispiel einmal als Künstler, die Mascha als Superheldin und ganz verrückte sonstige Sachen. Aber reißen wir doch das erste Mal auf und dann werden wir schon sehen, was uns erwartet. Als erstes haben wir eine Figur von Mascha in einer Höhlenmensch-Optik mit strubbeligen Haaren, einer Kette, aber natürlich kann man am Gesicht unschwer erkennen, dass es sich um Mascha handelt. Und weiter geht's mit dem nächsten Tütchen. Diesmal haben wir sogar eine Figur von Bären und wie ich es vorher schon gesagt habe, haben wir den Bären als Künstler. Mit einem kleinen Malbrett, einem Pinsel in der rechten Hand und auch sein Outfit erinnert doch sehr an einen Maler. Dann wollen wir doch mal schauen, was sich im nächsten Blind Bag befindet. An den Tütchen habt ihr außerdem eine kleine Einreißhilfe, die es euch erleichtert, die Blindbags aufzureißen. Und hier haben wir Mascha als Superheldin. Das sieht ebenfalls ziemlich cool aus. Sie hat hier einen blauen Superheldenanzug, hinten einen roten Umhang und ansonsten von der Körperhaltung erinnert sie auch sehr an eine Superheldin. Aber weiter geht's mit dem nächsten Tütchen. Dann wollen wir doch mal schauen, was uns hier erwartet. Bis jetzt haben wir noch keine Figur doppelt. Aber jetzt sieht es wohl so aus, als hätten wir unser erstes Duplikat. Und zwar haben wir wieder den Bären als Künstler. Mit seinem Malbrett, dem Pinsel und seinem Maleroutfit. Also geht's gleich weiter zum nächsten Tütchen. Und hier haben wir auch wieder Mascha als Superheldin. Da haben wir uns wohl die falschen 5 Tütchen ausgesucht. Aber das macht ja nichts, wir haben ja für die nächsten Videos noch jede Menge andere Tütchen, in denen sich noch andere Figuren verstecken, die wir auspacken können. Denn am Anfang des Videos habe ich euch ja auch noch versprochen, dass wir uns noch Eier von Feuerwehrmann Sam anschauen. Und da haben wir auch 5 Stück. 2 rote, 2 gelbe und ein blaues in der Mitte. Das erste rote knacken wir mal und im Inneren befindet sich immer jeweils eine Figur aus der Serie und jede Menge Zubehörteile. Im ersten Tütchen zum Beispiel haben wir eine Figur von Penny, außerdem einen Feuerwehrhut, der perfekt auf ihren Kopf passt und Zubehörteile wie ein Handy, Erste-Hilfe-Kasten, Megafon, Vorschlaghammer, Axt, Schaufel und vieles mehr. Und im nächsten Ei erwartet uns auch schon die nächste Figur. Die Eier sind zwar verschiedenfarbig gestaltet, jedoch hat die Farbe keine Auswirkung auf den Inhalt der Eier. Und es sieht so aus, als hätten wir eine Figur von Charlie gezogen. Diese Figur bzw. diesen Charakter haben wir noch gar nicht in unserer Feuerwehrmann Sam Sammlung, obwohl diese ja dann doch recht umfangreich ist. Hier haben wir zum Beispiel einen Feuerlöscher, den ihr ihm in die Hand geben könnt und natürlich die ganzen Zubehörteile, wie sie auch in den anderen Eiern enthalten sind. Und weiter geht's mit dem blauen Ei. Einfach knacken, leicht zusammendrücken und dann öffnen. Und hier sieht es so aus, als hätten wir eine Figur von Mike, dem Mechaniker. Das erkennt man schon an seiner grünen Latzhose und an seinem blauen Cap. Und tatsächlich
Es ist eine Figur von Mike. Und an seinem Gürtel hat er auch noch einen Hammer anstecken, typisch für einen Mechaniker. Den können wir sogar herausnehmen und den Hammer dann zum Beispiel in die Hand der Figur geben oder einfach wieder zurückstecken, denn wir haben ja dank der Eier jede Menge andere Zubehörteile, die wir ganz einfach in die Hand stecken können. Und jetzt geht's weiter zum vorletzten Ei für diese Folge. Hier haben wir wieder ein gelbes Ei und im Inneren erwartet uns wieder eine Figur von Charlie. Wieder im vierten Tütchen das erste Duplikat bzw. die erste Figur doppelt, wie auch schon vorher bei den Blind Bags von Mascha und der Bär. Da reißen wir die Tüte einfach wieder auf, aber das ganze Zubehör können wir natürlich trotzdem super gebrauchen. Hier haben wir ihn wieder, den Charlie mit seinem gelben Oberteil, seiner grünen Mütze und seinen blonden Haaren und das ganze Zubehör. Aber jetzt weiter zum letzten Ei. Hier erwartet uns ein rotes Ei. Vorne drauf ist Penny, aber das hat ja auch keinen Zusammenhang, genauso wie die Farben. Aber im Inneren haben wir tatsächlich Penny, so wie es aussieht. Penny haben wir schon im ersten Ei gezogen, also unser nächstes Duplikat. Aber natürlich kommt das Zubehör trotzdem immer gut. Das wäre es dann auch im Großen und Ganzen von den ganzen Sets, die wir uns heute angeschaut haben. Angefangen vom Playmobil, bis hin zu Paw Patrol, Mascha und der Bär und zum Schluss die Feuerwehrmann-Sam-Figuren. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal kostenlos abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.